Safe Sonnenbrand. Bin gespannt. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Hallo meine Lieben, ich bin Sonny Loops und das ist mein Freund Jamie. Ja, wir waren gerade im Saturn, das ist nämlich unsere Tagesbeschäftigung und ich dachte, das ist so, beziehungsweise Jamie dachte, das ist eine super coole Art, diesen Vlog zu starten, denn... Ich wusste nicht, dass es so gestartet wird. Wir unboxen jetzt was wir uns gekauft haben. Wir unboxen alles, was wir gekauft haben. Ich hasse dich. Okay, warte, ich will kurz eine Sache erklären. Wir haben diese ganze Wohnung so voller Alexas und so Hue-Leuchten und so. Und deswegen brauchen wir natürlich noch eine Alexa, weil im Büro noch mehr Hue-Leuchten. Noch mehr Hue-Leuchten. Wir sind ein bisschen süchtig. Ja. Wir sind gestern auf die, wir haben so im Bett so einen Talk gehabt und dann haben wir gesagt, wir wollen uns eine GoPro holen. Mhm. Auch allein für die ganzen anstehenden Reisen und so und sowas. Und ich hatte mal eine und ich habe die, ich weiß nicht, wo sie ist, ich sag ehrlich, Leute, ich hatte in einem Skiurlaub damit gefilmt. Ich glaube, Marcel hat die noch, aber egal. Ich habe mir jetzt die GoPro 11. Hero 11. Hero 11. Hero Black 11. Noch cooler. Oh, Hero Black 11. Und auf einmal stand da so Creator Edition. So cool. Und ich bin ja ein Creator. Also muss ich mir die da holen, weil ich bin Creator. Ja, 200 Euro extra Pass. Deswegen, guck mal, Leute, da ist ein Licht, ein Mikrofon-Dingens und ein Stab. Das zeigen wir ja gleich live. Das muss ich auf dem Bild zeigen. So, dann hier von meiner Seite aus mein großer Wunsch: eine dicke Alexa mit tollem Sound. Ja, die kleinen, das ist kein kleiner Dot, sondern das ist Echo und ohne Dot. Sehr gut. Teurer und besser. Geil, boom, hoffe ich. Dann neue Hue-Leuchten und noch eine Verlängerung für Kellex im Büro hinter meinem Stuhl. Ja, da zeigen wir euch gleich ein Before und After. Und dann will ich noch eine Sache gleich mit Jamie absprechen, weil er sagt, die ganze Zeit, mein Sofa ist zu dunkel und dieses Wohnzimmer ist voller Hue-Leuchten. Komm jetzt. Schaut mal, Leute, das sieht doch cool aus, da fehlt kein Licht. Ich sitze immer da und ich sehe es halt perfekt. Hier ist das Licht, toll. Und neben dem Sofa, wenn man so Alexa Blaue Lagune an. Ja, Blaue Lagune. Die ist auch Alexa Blaue Lagune einschalten. So, Blaue Lagune, guck mal, wenn ich dann da sitze, sehe ich da Licht und da hinten so. Ja, bei Blaue Lagune. Und das sieht einfach dunkel aus. Ja, man kann auch die Lampe da heller machen. Wegen dem Spiegel vielleicht. Ja, man könnte diese Lampe da heller machen zum Beispiel. Ich habe doch jetzt zwei extra jetzt dadurch. Ja, okay. Guck mal, und irgendwann kommt dann auch noch hier diese Vitrine mit den. Hier machen wir so eine leuchtende Vitrine hin. Ja, so super, weil die Ecke ist auch sehr dunkel. Sieht man jetzt in der Kamera nicht, aber in echt. Und guck mal, da fehlt, guck mal, wenn da links und da rechts, in der Kamera sieht das alles so komplett hell aus. Aber wenn man da links und da rechts... Meine Periodenunterwäsche. Nee, jetzt nicht mehr, weil ich sie nicht filme, ich habe die Hand davor. Dann kann ich kurz zeigen, wie es mit den Hue-Leuchten wird. Ich habe jetzt gerade einfach nur, da habe ich so diese Nano-Leafs, habe ich ein J mitgemacht. Yeah. Hier ist diese Pizza. Nano-Leafs mit einem J. Und hier, da und da habe ich halt diese Hue-Leuchten hier drin. Und die will ich hinterm Sofa und dann hier hinter. Ach, das sieht man ja alles nicht. Ja, das wäre schon cool, da, dahinter. Dahinter, weil das sieht sehr dunkel aus. Ja, das wäre super. Das stimmt mir zu, dass das dunkel ist. Das stimmt dir sehr, sehr zu. Sieht aber dunkel aus. Und dann da drumherum kommen dann die Hue-Strips. Piep Marie. Okay. Wir haben halt bei Selina so eine dicke Alexa gesehen und wir wussten nicht mal, dass so eine existiert und seitdem bin ich ziemlich scharf drauf. Deswegen habe ich mir jetzt so eine dicke Alexa gesehen. Das ist so eine richtige Kugel. Richtig groß, fast so groß wie mein Kopf. Pass mal rein. Und die sind auch nicht so klein eigentlich. Nee, aber das ist schon bald. Also es ist eine dicke Kugel mit dicken Sound, angeblich. Und die war reduziert. Deswegen haben wir es eigentlich richtig jetzt zugeschlagen, weil die war einfach von 119 auf 102 und da waren wir so, Leute, jetzt geht's los. Ja, one day, Jamie, one day. One day you will get the baby. Das war eigentlich nicht ein Baby, sondern egal. Kann man sogar auf dem Stativ tun, die nicht. Und wer hat da absolut recht? Du. Sieht das in der Kamera auch toll aus? Ja, es sieht super toll aus. Boah, das ist so viel geiler. Das ist so viel cooler, da hast du recht. Jetzt machen wir noch eine andere. Wow. Wir machen jetzt eine andere mal. Was haben wir denn hier noch? Tropendämmerung. Boah. Wow. Tropendämmerung ist ja auch mal geil. Siehst du, ich wusste es. Ich hab's dir gesagt. Boom. Alexa, alle Hue leuchten hell. Okay. Yeah, that's the rainbow. Oh ja, das finde ich richtig cool.
Wow. Regenbogen, Chill. Next day, wir sind jetzt dabei, Content zu produzieren, denn ich habe eine Kooperation und dafür müssen wir gerade draußen eine Szene. Wir müssen eine Eis kaufen und eine Szene. Eine Eis und eine Szene dafür draußen. Und Jimmy. Super mit dem Unboxing gestern, ne? Das machen wir heute noch weiter. Das machen wir heute noch weiter. Warum ist es so dunkel? Ja, Jamie hilft mir auf jeden Fall. He's very talented, you know? No. Heute wird auch noch Müll weggebracht. Jamie, ich neige immer dazu, uns irgendwie viel zu viele verschiedene Sachen vorzunehmen. Ja, dann sag ich mal, morgens, wir müssen noch Mario Party spielen, wir müssen noch diesen Film gucken, diese Serie gucken und das im Büro auf. Wirklich, er würde am liebsten gefühlt alles, was man überhaupt machen kann, an einem Tag machen. Und das jeden Tag. Genau, und deswegen sage ich jetzt nein. Wir gehen morgen Paperback drehen. Ich habe doch auch gerade gesagt, morgen. Also. Ja, ich weiß. Wir holen uns eine Vlogkamera und eine GoPro und alles und nehmen die dann nicht mit, wenn wir mal was Cooles machen. Deswegen jetzt wieder Handyvlog zur Ausnahme. Wir gehen heute auf so ein Event, wo wir Jamie mich mitnimmt. Ich bin tatsächlich heute mal die Begleitung. Es ist ein Streaming-Event, auch gar nicht meine Bubble. Denn Knossi und Trimax. Warum sage ich das die ganze Zeit falsch? Weil es einen anderen gibt, auch Trimax. Ja, auf jeden Fall bringen die eine Pizza raus und wir gucken uns das halt mal an. Das ist so eine Bustour. Leute, Jamie und ich waren hier gerade Pipi machen. Also ich war hier Pipi machen. Der Weg wurde mir gerade vom Universum gesandt, weil wir machen ja diese Bustour. Wir halten irgendwie an ganz vielen Schulen. Oh Gott, fast vom Fahrrad überfahren worden. Und wir haben uns hier gerade kurz abgekapselt, damit ich hier kurz pissen kann, weil ich mir passen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es ist absolut verrückt, wie viele da sind. Es ist wirklich crazy. Es ist wirklich geisteskrank. Gerade hört man es nicht so krass bestimmt, aber die sind alle so zum Bus gerannt und so. Aber der Bus fällt auch sehr auf, hier, wie ihr seht. Trimax oder Knossi und ich würde sagen, auf drei. Komm! Guten Morgen, Freunde. Ich mache mich jetzt gerade fertig. Ich möchte mal kurz was mit euch ansprechen, weil, keine Ahnung, ich finde es irgendwie wichtig, das auch zu thematisieren und ihr denkt immer, dass alles perfekt ist und so. Aber ich hatte heute zum ersten Mal wieder einen richtigen Scheißmorgen, wo ich sogar geheult habe, weil ich einfach Streit hatte mit Menschen, oder was heißt Menschen, mit einer Person, die mir sehr wichtig ist. Und das gehört auch dazu. Und das gehört auch dazu, dass man Kompromisse eingeht und auch im Streit sich aufeinander einlässt und nicht immer nur an seine Emotionen denkt. Also das ist auch so ein bisschen der Fazit jetzt gewesen vom Streit. So, egal was ist, egal wie hart jemand mit euch redet oder so, wenn beide an die Freundschaft glauben, dann müssen beide die Chance haben, ehrlich ihre Emotionen sagen zu können und ehrlich irgendwie ausdrücken zu können, wie es ihnen geht oder was sie für eine Art vielleicht nicht umkönnen. Das kann man auf Beziehungen, auf Familie, auf Freundschaften und so alles übertragen. Es ist einfach so wichtig, dass beide Parteien in einem Konstrukt, zwischenmenschlichen Konstrukt, irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu öffnen. Und nur dann, finde ich, kann sowas funktionieren. Am Anfang ist immer alles noch so rosa-rote Brille und bla, aber umso closer man ist oder umso länger man sich vielleicht auch schon kennt, umso mehr können sich auch manchmal so Verhaltensweisen so einnisten. Und wenn man die irgendwie nicht am Anfang schon angesprochen hat oder so, dann stößt das halt meiner Meinung nach noch auf viel mehr Unverständnis. Deswegen versucht immer, euch aufeinander einzulassen. Und auch wenn euch irgendwie gerade abfuckt, wie jemand über euch denkt oder sagt, ey, das und das triggert mich und ihr könnt damit gerade irgendwie überhaupt nicht dealen, versucht immer euch, wenn ihr die Person lieb habt und nicht canceln wollt, weil ich bin auch sehr gut darin, Leute einfach wegzuschmeißen und zu denken, ey Leute, das ist mir einfach gerade alles hier viel zu anstrengend. Ich habe dafür gar keine Nerven, aber dann wisst ihr auch, die Person ist es nicht wert. Aber wenn die Person es euch wert ist, versucht euch immer irgendwie so ein bisschen irgendwie reinzuversetzen, damit es einfach funktioniert, damit sich beide Seiten gehört fühlen. Und auch wenn ihr abgefuckt davon seid, dass die Person abgefuckt auf euch ist, dann sagt, ey, ich bin zwar gerade übelst abgefuckt, aber ich verstehe dich, ich versuche dich zu verstehen und ich habe dich lieb und wir kriegen das schon hin. Sowas hilft manchmal, damit Streite nicht so toxisch werden und so, ja, keine Ahnung, so krass eskalieren. Also ihr könnt ja sauer sein, aber versucht trotzdem irgendwie da was Positives noch mit reinzulegen, damit, keine Ahnung, je nachdem wie ihr halt seid, ne, wenn ihr beide gleich seid und wisst, es geht eh bald vorbei. Ich achte halt immer extrem auf Harmonie, auch während des Streits. Naja. Das wollte ich eigentlich nur mal sagen. Ich mache mich jetzt hier gerade fertig. Ich muss mich übelst beeilen. Ich habe, wie gesagt, sehr lange geweint. Ich mache jetzt nur so ein ganz natürliches Make-up, aber es geht für mich gleich auf diesen
Thriftpark-Dingens. Wir, Selina und ich, haben ausgemistet und verkaufen die heute für den guten Zweck. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Es geht heute um den guten Zweck und nicht um meine Optik, weil da werden bestimmt auch so viele Bilder gemacht. Also irgendwie geht es auch schon um meine Optik. Ich freue mich da auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Ich bin richtig gespannt, wie viel Geld rumkommt. Ich finde es ein bisschen schwierig, die Preise da zu kalkulieren. Vielleicht helfen uns auch die Veranstalter da so ein bisschen bei, weil ich möchte natürlich nicht zu viel verlangen. Also ich möchte eigentlich am liebsten die kleinsten Preise machen, die es gibt. Weil im Endeffekt denke ich mir so, Digga, das sind meine getragenen Klamotten so. Ich habe ja leider schon extrem viel ausgemistet, als ich hergekommen bin. Boah, da wären sonst solche Banger dabei gewesen, aber naja, also als ich nach Köln gezogen bin. Aber ich habe jetzt trotzdem, das hat mir echt geholfen, hierher zu ziehen und so viel mit so einem frischen Kleiderschrank zu kommen, weil jetzt konnte ich richtig gucken, welche von den Teilen, die ich mitgenommen habe, habe ich überhaupt getragen. Ja, das war super. Das ist jetzt der Stand vorher. Wir sind hier gerade angekommen. Romina ist bei uns in der Nähe. Hallo, wir sind angekommen vorne. Wenn du reingegangen bist. So, wir machen jetzt hier gerade eine Essenspause. Wir haben schon übelst viel Geld eingenommen, gell? Ja. Wir sind gerade so geschockt, das sind einfach 600 Euro. Ja, ich war so, ja, 120 vielleicht. Ich war so. Ich war 600. Ist, die haben unseren Laden eingerannt. Ja, vor allem, wir sind so. Die Leute sind so, ja, wie viel nimmst du? Ich so, oder Sunny so, ja, so 20 Euro. Und die gucken dann so und wir sind so, ach, komm, egal, nimm den 10er. So, so. Wir verhandeln nicht mal gut, gar nichts. Wir machen voll die guten Preise und so, so Mantel 10 Euro. Ja, wir wollen es ja eigentlich spenden. Eigentlich wäre es schon gut, wenn wir da viel Geld rausgeben. Ja, genau, aber wir wollen euch auch nicht abziehen. Ja. Und ich glaube, viele Leute wissen hier nicht, oder ich glaube nicht, dass jeder hier spendet, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ja, genau. Und viele Leute denken dann, das ist auch für uns und so, dann ist es uns eh peinlich und ja, dann, keine Ahnung. Leute, ich habe mich hier gerade so angefasst und dachte, ich habe safe Sonnenbrand. Oh mein Gott! Scheiße, das tut auch genauso weh, wie es aussieht. Oh mein Gott, Scheiße. Da ist nichts. Es ist nur da. Warte mal, genauso stand es wie die ganze Zeit da draußen. Ja, vor Parole. Ja, ja, und hier, die ganze Zeit, was du gekauft hast. Fuck. Alles kam von links. Mein Hals tut so weh. Ich dachte gerade so, hä, irgendwas habe ich hier. Oh nein. Ach, Manu, weil ich einen Zopf habe, Leute. Scheiße. Egal, jetzt ist es eh zu spät. Oh, ich wünschte, ich hätte hochgeschlossen angehabt. Ein bisschen Spaß. Ich hasse mich. Ach, Mann, ich glaube, die Bauarbeiter. Oh. Egal, du, Jamie, ich würde das gerne nackt sehen. Okay. Scheiß drauf. Warum werde ich nicht am Bauch braun oder so? Tja. Oh Gott, das ist so schlimm. So, Freunde, next day. Ein Tag vor der Abreise nach Barcelona. Jamie, ich freue mich richtig, richtig krass. Soll ich? Dann mache ich das. Dann kann ich jetzt noch eine anmachen, wenn du mir das hinlegst. Ich habe mich gestern selbst gebräunt. Das sieht man mir auch an. Ich habe erkannt, dass du vloggst. Sehr, sehr wohl. Und nicht mit mir redest. Anders reden ist. Haben wir da, trotzdem hast du gerade dazwischen geredet, also da hast du es noch nicht gemerkt. Heute ist der Tag noch richtig vollgepackt. Ich gehe gleich ins Büro, hole ein Paket für Mone ab. Dann bringen wir Schubi zu Mone, weil Mone netterweise auf Schubi aufpasst. Wir sind jetzt 4 Tage weg, 5 Tage. Also mit dem Abreisetag 5 Tage. Ja, ich bin sehr, sehr excited. Es wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Aber vorher lasse ich mir heute einfach noch random mit Selina ein zweites Ohrloch stechen. Wird schon alles. Und ich wollte mir mein zweites Ohrloch unbedingt beim Piercer machen, weil mir schon damals alle gesagt haben, wenn ich ein zweites mache, soll ich unbedingt zum Piercer gehen. Erstes kann man auf jeden Fall schießen lassen. Zweites, ne, muss man ein bisschen aufpassen. Was ist los? Ich wasche jetzt deine Hose. Tu die direkt in... Yeah. Packen wir, wenn wir wiederkommen von... Wir fahren jetzt kurz in die Stadt. Auch noch ein paar Sachen shoppen möchte, Jamie, dann packe ich meinen Koffer zu Ende. Ich habe jetzt schon hier grob gepackt nach Outfits. Ich tue mich so schwer dieses Mal, weil wir auf dem Festival sind auch immer abends und ich habe keine Ahnung, wie warm es wird. Also da steht gerade 23 Grad in Barcelona. Hier sind es auch immer ungefähr 23 Grad am Tag, aber abends so 12, dort sind es 19. Ich glaube, ich habe halt mega Angst zu frieren, weil dann kann ich keinen Spaß haben. Ich hasse es aber auch, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich hasse es, zu viel mitzunehmen. Ich habe so ein krasses Problem damit, meinen Koffer zu packen, weil ich immer nicht zu viel packen will. Ich weiß nicht warum, es triggert mich so richtig, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu viel dabei. Aber dann irgendwie trotzdem bei jeder Reise denke ich so, ey, ich habe zu wenig davon dabei und davon. Also ich habe immer noch nicht so meinen perfekten Mix. Ich glaube, ich hatte erst eine Reise oder so, wo ich perfekt gepackt habe. Dafür, dass es auch so ein Influencer-Event ist, achte ich noch viel mehr auf meine Outfits. Wir fliegen ja dieses Jahr 3-mal weg, also einmal jetzt nach Barcelona, dann bin ich einen Tag zurück in Köln, dann fahren wir in Jamies Heimat, von da nach Berlin, weil meine Familie mich auch mal wiedersehen möchte.
Und dann bin ich wieder einen Tag in Köln und von da fliegen wir dann auf unseren Urlaub nach Malle. Das heißt, ich bin einfach 3 Wochen am Stück weg. Schubi ist die Woche Berlin und Jamies Heimat dabei, danach wieder bei Selinas Mutter. Also eine turbulente Zeit steht an. Ich hoffe, ich werde keinen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich werde euch natürlich bei allem mitnehmen, aber ja, I'm shaking, you know? Ich hasse Koffer packen. Ich glaube, nach diesen 3 Wochen wird hier so ein fetter Wäscheberg liegen, weil ich habe zum Glück ja genug Klamotten, wir wissen das. Das heißt, ich werde jetzt nicht, das wird jetzt nicht das größte Problem sein. Dieses Ein- und Auspacken wird mich richtig, richtig triggern. So, wir warten jetzt gerade auf Selina und stehen also hier auf den Ringen. Ich glaube, hier irgendwo ist das der Tattoo-Laden. Tattoo-Laden sage ich die ganze Zeit. Piercing, also ist ja beides. Nee. Ich bin gespannt. Lass mich tätowieren. Genau. Ich bin gespannt. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Dass du gespannt bist? Nein, ich bin gespannt, ob es mir wehtut. Ich bin echt richtig nervös, aber ich versuche mich einfach gerade nicht so richtig darauf zu konzentrieren. Aber ich merke schon so, ich schwitze richtig. Und ich stehe ungern jetzt direkt vor dem Laden, weil das finde ich cringe. Ne, vor allem, weil Selina auch den Termin gemacht hat und so, dann soll. Wir warten jetzt, bis sie da ist. Sie meinte, sie ist in 2-3 Minuten da. Ich bin so aufgeregt, fuck. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die haben voll bei Piercern, haben die so schöne Stecker. Okay. So richtig schöne, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich hoffe es. That's the store. Ich bin sehr gespannt. Meine Adresse. Wir unterschreiben jetzt, dass wenn wir sterben, dass die dann nicht dafür aufkommen. Wir sterben nicht. Entmachen und hier und damit auch noch da alles voll. Jetzt alles? Am liebsten schon mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Das Ding ist, ich schlafe. Schaut mal, es gibt hier richtig viele Stecker zur Auswahl. Ich finde hier auch irgendwie sowas wie so ein Blitz oder so richtig cool. Ich weiß nur nicht, ob ich mich jetzt heute schon piercen lasse, weil ich ja morgen verreise. Die erste Stecker rein. So, fangen wir jetzt an. Ja. Bitte entspann dich, zieh nicht weg und wenn du Kreislauf hast, sagst du Bescheid. Ich mach mir einfach, ne? Komm, eins durch. Oh mein Gott, das sieht so toll aus. Das sieht wirklich super gut aus. Ja, geil. Du schaffst das, das sieht alles super. Das ist nur ein Ohrloch. Komm, Ohrloch easy, Ohrloch easy, Ohrloch. Oh, meine Hand bricht. Das sieht so brutal aus, wie dieses Ding da drin steckt. Ne? Sally, kannst du Wasser bringen? Oh, danke. Ja, gern. Ich werde das jetzt, was wir jetzt machen, als Schlimmstes vor. Sag einfach nein. Ist es nicht? Nein, ist es nicht. Das Schuldigste ist zum Schluss übrig gelassen. Ja. Eine Wildfleisch. Wildfleisch. Wow. Also ja, das ist so. So brutal aus der Kamera. Wann ist es vorbei? Also gleich. Ist gleich jetzt wird es abgemacht. Ja. Dann kommt da gleich der Stein drauf. Wie geht's dir? Kreislauf ist gut? Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall gut. Oh, geil. Ja, sehr, sehr cool. So, wir sind jetzt hier noch lecker essen. Mit unserem gekauften Waschpulver, Waschmittel, was ich gerade bei DM noch geholt habe. Yeah. Delicious. Leute, Selina hat mich jetzt gerade noch mal besucht, uns. Hallo. Weil sie hier in der Nähe einen Wimperntermin hatte, richtig cool. Und jetzt fahren wir zu Mone, sie kommt danach. Aber wir bringen Schubi schon mal hin. Und so lustig, wir haben uns heute Morgen ja auch schon gesehen. Ja, eben, deswegen ist es total lustig. Wir waren kurz ohne einander shoppen. Ja. So dumm, Alter. Aber ich habe keinen Haul gemacht. Egal, zeige ich euch in Barcelona, was ich mir gekauft habe. Ich habe mir so einen Jogginganzug geholt. Also so einen Tracksuit nennt man das, glaube ich. Und jetzt gehe ich kurz pissen. Yeah. So, Schnittloops hier mit wasted, gewaschenen Haaren, frisch aus dem Barcelona-Urlaub. Ich habe nicht mehr weitergevloggt und ich habe auch in Barcelona nicht mehr weitergevloggt. Das habe ich euch übrigens gerade in der Datei erzählt, die ich heute gefilmt habe. Die blende ich euch mal jetzt kurz ein. Freunde, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Kobi und Mono. Wir holen Schubi ab. Davor noch 2 Pakete. Ein Paket liegt schon hinten jetzt im Kofferraum.
Wir waren ja jetzt 5 Tage in Barcelona, sind gestern Nacht wiedergekommen. Heute haben wir einen Tag, wo wir waschen und alles machen. Und dann geht's morgen wieder zu Jamies Familie und dann nach Berlin zu meiner Familie. Und dann sind wir wieder nur einen Tag in Köln und dann fahren wir nach Malle. Ich habe jetzt in Barcelona nicht gevloggt. Ich habe super viel Story-Content gemacht, richtig viele Reels und Bilder. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mir auf Instagram zu folgen, weil das wäre einfach viel zu viel gewesen, hätte ich das jetzt auch noch gevloggt. Ich habe echt coolen Content gemacht, der den nächsten Tag jetzt alles online geht. Und Storys und so habt ihr hoffentlich live verfolgt, wenn ihr mir folgt. Genau. Mal gucken, was ich jetzt für ein Paket abhole. Ich weiß, was das für ein Paket ist. Das sind die Hue-Leuchten. Oh, geil. Ja. Die haben es geschafft. Ja, richtig geil. Ich habe Hue-Leuchten bestellt, weil die so ein Angebot da gerade haben oder hatten. Ich weiß nicht, ich müsste mal einfach schauen. Ich hatte das in meiner App gesehen. Und dann habe ich aber außerdem meine Kölner Adresse mit der Berliner Postleitzahl und Berlin angegeben. Nee, du hast zum Glück die Kölner Postleitzahl angegeben. Und dann Straße, das aber bei Bundesland Berlin und bei Stadt Berlin angegeben. Ach so, ja, stimmt. Zum Glück aber die richtige Postleitzahl und Straße halt, deswegen. Genau, und es ist anscheinend trotzdem angekommen, weil die haben mich auch angerufen, waren so, ey, wir wissen nicht, ob es jetzt zugestellt wird und so. Aber es wurde jetzt hier irgendwo abgegeben und ich bin sehr gespannt. Yeah. Ach, cool, dann das können wir auch noch anschließen heute. Ja, geil. Und ich kann die Badehose anprobieren. Und die Unterhose. Ja. Aber ich bin euch noch schuldig zu erklären, warum ich mein Piercing nicht gemacht habe. Ich habe das eigentlich schon in meiner Story erzählt, aber auch nochmal hier, weil ich das ja wie gesagt mitgevloggt habe. Und das lag einfach daran, dass mir alle im Piercing-Studio gesagt haben, wenn ich morgen verreise, also am nächsten Tag wäre ich ja nach Barcelona geflogen und dann nach Berlin und dann nochmal 9 Tage nach Malle und so. Man hat ja eigentlich irgendwie so eine Frist von ein paar Wochen, wo man irgendwie gefühlt ein Infektionsrisiko hat und dann Salzwasser, Sonne, dem soll man sich eigentlich alles nicht aussetzen, man soll nicht schwimmen gehen und so. Das war halt so, ich wusste nicht, ob man in Barcelona jetzt schwimmen geht, das wäre halt einen Tag später gewesen. Salzwasser, Schwitzen, Festival, Staub, das ist alles nicht gut. Das ist vielleicht für so ein zweites Urlaub ein bisschen zu vorsichtig, aber ich fand es gut, dass ich dementsprechend aufgeklärt wurde. Und ich habe den Termin jetzt verschoben auf August, glaube ich, oder auf Juli. Auf Juli, glaube ich. Also ich werde es auf jeden Fall machen, aber erst nach meinen ganzen Reisen. Und ich glaube, das wird super. Aber ja, ich will eine Vorbildsfunktion sein. Mach das nicht. Regelrecht. Das ist der Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat auch gefallen, dass Jamie ein bisschen mehr die Kamera in die Hand genommen hat. Das wird auf jeden Fall jetzt noch intensiver mit der neuen Vlogkamera und so fortgeführt. Nicht? Bis dann.